So, herzlich willkommen zurück zu World of Warcraft Legion Dungeon Time. Beeilt euch, Freunde! Jeden Moment, den wir hier vergeuden, könnte es sein. Nefarian's Horde. Das Gestein pulsiert noch. Cool. Bezwingt Dragons Legion und der. Okay. Kalle! Kalle ist der Gruppenanführer. Okay. Ach, wie geil ist das denn? Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Sehr geil. Ich freue mich. Die erste Instanz. Netherion's Horde. Das sieht recht linear aus. Hier, zack, Endboss, fertig. Ich gucke auch gar nicht, was hier droppt. Ich hoffe, unser Tank will hier komplett durchspielen. Oh, ich mach das lieber nicht, ne? Unschön, erstmal durchs Gift gelaufen. Ist wie früher, ne? Einfach draufbremsen. Oh, hier. Hohe Bedrohung. Ja, von mir aus. Ich mach den trotzdem platt. Die haben den wenigsten Schaden, aber ich habe auch am Anfang Kacke gebaut. Das ist schon der erste Boss? Nee. Spam. Also habe ich noch keine Ahnung von der Rotation hier. Die Dings haben auch einen Kettenblitz rein, ne? Hilft ja nichts. Ja, muss ich ja erstmal lernen. Wir haben mit Mächten hantiert, die sie nicht beherrschen sollten. Zweifellos besteht eine Verbindung zu den latenten Energien, die auch immer in diesen Felsen schlummern. Navarok, Verräter. Okay, keine Ahnung, was der macht. Ich muss halt einfach irgendwo rauslaufen. Dargul darf den Hammer nicht kontrollieren. Er wird den Hochberg damit zerstören, nicht erobern. Sei es drum. Ich werde jeden Moment davon genießen. Ich bin ein bisschen nervös hier. Rockmora zerschmettert sie. Alter. Ich hab gedacht, der Kleine. Egal was, einfach. Kommt auch nichts hier. Ist ja nichts, was jetzt unter mir wäre. Oder diese kleinen Viecher, die lassen wir einfach mal, würde ich sagen. Ja, ich arbeite mich so langsam ran in Damage Meter. Black.
Zack. Tot. Ich habe keins. Nicht brechen. Kehlstück der. Was hat der bekommen jetzt? Sie wissen jetzt, dass wir kommen. Ich hoffe, unsere Verbündeten können ihre Hauptstreitmacht so lange beschäftigen, bis unsere Mission erfolgreich war. Schnell, ab in die Fässer! Ich werde sie aufhalten und durch Fluss abwärts treffen. Wie geil ist das denn bitte? Super lustig. Der Unterkönig lässt die Knochen meines Vaters von Sklaven ausgraben? Er weiß nicht, mit welchen Mächten er spielt. Ihr habt uns schon all unser Essen genommen. Okay, scheint eine Abkürzung zu sein. Ich hoffe, mit Level 102 geht das schon. Anscheinend geht's. Anscheinend Leute, die das schon öfters gemacht haben hier. Oh oh. Okay, weiter geht's. Kann man anscheinend wirklich überall vorbeilaufen hier. Ist ja lustig. Muss ja auch einfach nur die vier NPCs töten, ne? Okay. Gut, tot. Okay, irgendwas hat mich da böse gebrochen gerade. Macht noch recht wenig Schaden. So. Gleich kommt er, zweiter Boss. Zu spät raus, ne? Nee. Ich hoffe, der bleibt jetzt auch hier stehen, aber der rennt noch weiter, natürlich. Jetzt habe ich einmal hier Dings rausgehauen. Für 50 Mal Ströme Erdbeben. Was war das denn? Da habe ich jetzt aus Versehen Erdbeben dahin gemacht? Oh Mann. Wie schlecht. Etwas anvisieren. Seht gut hin, Navarok. Ich will, dass ihr eure Helden sterben seht. So. Der Hochwärtsfels lehnt sich gegen euch auf.
Sollen wir die kaputt machen? Anscheinend schon, ne? Ja, lauft nur! Es wird euch nichts sprengen. Der Hochberg soll euer Grab sein. Hallo? Okay. Nehmt die Haltung des Berges an. Was hat er vor? Sehe ich eigentlich meine Gruppe nicht? Jetzt sehe ich das Ding. Achso, der letzte war er. Okay, verstanden. Ich verstehe die Systematik nicht. Was macht das, wenn die Dinger da sind? Heilt er sich dadurch oder wie? Ja, lauf nur! Da kann ich den Eisfug einsetzen. Ja, lauf nur! Es wird euch nicht sprengen! Gefühl jedes Mal, wenn ich da drauf caste, kommt das von oben runter auf mich. Oder macht er das so lange, bis sie tot sind? Keine Ahnung, hab ich einfach nicht durchgelesen. Also fühlt sich Zerbrechen an. Mhm. Gar nicht so schlecht, das Teil, ne? So. Da hinten ist noch ein Rare, Jungs. Den haben wir übersehen. Naja, ich kann nichts dran ändern. Dann muss ich Tank spielen, dann darf ich es entscheiden. Ich bin noch gar nicht da. Mann, macht der fix hier, der Junge. Nichts mit genießen, ne? Ich darf den hinteren wieder looten, ist ja klar. So, gleich der dritte Boss. Der Schlag auf Schlag hier. Erhebt euch! Wenn sie die Beschwörung abschließen, kommen wir nicht mehr zu Dagul durch. Sie kommt. Naraxas wird ein Festmahl aus euren Knochen machen. Dieser Dings hier, so viel Damage macht, ist ja brutal. Guck mal, im Abstand, den riesen Abstand zwischen dem Mage und mir, der Hexenmeister. Gut, der lootet wahrscheinlich auch nicht zwischendurch. Nein! Gut, tschüss. Schaden machen hier, bis ich meinen Dots verteilt habe. Ich weiß auch gar nicht, ob man das macht als Edelschamie mittlerweile. Keine Ahnung. Oh oh. Doch keine Spinne, das sind Riesenwürmer.
Sets immer wegmachen. Heißt es zumindest. Gibt ein paar Ausnahmen, aber meistens ist das so. Und was kriege ich denn dauerhaft Schaden? Habe ich irgendwie eine Aura an oder an mir oder was? Naja, ist ja jetzt nicht so ein Riesentrauma, Drama. Oh, jetzt ist klar, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Aber ich bin zu faul gerade. Ne, ich habe gerade geguckt, ob hier mein Dings ab ist. Ah, oh, er musste aber auch fix raus hier. Verzeiht, Helden. Ich krieg wieder nichts. Der Schatz, den ihr sucht, befindet sich am anderen Ende dieser Bestie. Oh Gott, ich habe gedacht, ich bin irgendwo aus Versehen durchgefallen. Das ist Absicht hier, okay. Ihr seid dazu bestimmt, meinen Hammer zu stehlen. Oh, ihr habt was bekommen. Lächerlich. Sollen sie nur kommen. Dann seht ihr, was gleich mal anziehen, ne? Wenn man sich gegen den Auserwählten mit der Macht der Titanen stellt. Mhm. Es geht los. Ich hab natürlich, werde wahrscheinlich gleich wieder geflamed, weil ich nicht weiß, wann ich, wo hier durch. So. Weil ich nicht weiß, wann ich Dings ziehen muss. Kampfrausch. Verzeihung, ich muss euch hier verlassen. Doch wisse ich, schade. Ich habe eure Taten mit Stolz verfolgt und bin sicher, der Hochberg ist in dieser entscheidenden Stunde im fähigen Händen. Verreißt sie! Okay, ich sollte aufhören, auf den zu casten, der da ganz allein steht. Danke. Ich habe das Aggro-Signal schon gehört. Oh, da ist er. Dargrul. Ja, versucht nur, mir den Hammer wegzunehmen. Ich bin der Architekt und Baumeister dieser Welt. Der Berg wird eure Knochen zermalmen. So, sieht ganz gut aus, ne? Schaffen wir. Da habe ich jetzt auch mit irgendwie gedacht, dass das jetzt ein Problem wird hier.
Dann nochmal ein Eisvorrohr. Was macht der denn? Das sah böse aus. Und Baumeister dieser Welt. Naja, du bist tot, bist du. Ist das möglich? Ich. Mhm. Ich bin der Auserwählte. Der Hammer hat euch nie erwählt, Dagul. Er wählt einen Träger von Wasser. Sehr cool. Und gab's jetzt hier? Anspruch nicht gewachsen. Schon mit 120. Es ist vollbracht, Helden. Mit 770. Alter. Ist ja fett. Nun können wir uns der schweren Aufgabe widmen, die Stämme wieder zu vereinen. Aber das Gleichgewicht auf dem Hochberg ist wiederhergestellt. Dank euch ist die Macht des wahnsinnigen Königs Dagul gebrochen. Nun erfordern andere Familienangelegenheiten meine Aufmerksamkeit. Lebt wohl. Ich hoffe, unser nächstes Treffen hat einen friedlicheren Anlass. Und wo kann ich die jetzt abgeben? Achso, gar nicht. Es gab keine Instanzquests. Oder habe ich sie am Anfang vergessen anzunehmen? Nee, es gab keine. Zack. Gut. Alles klar. Ja, perfekt für eine Folge. Ne, ist ja super. Alles klar. Und das nächste Mal machen wir hier die Main Story weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Für die